Ciao, ihr wunderschönen Menschen. Mal wieder viel zu spät ins Match rein, keine Ahnung. Es heißt wieder eine Runde mit, das heißt also eine Runde irgendwas mit einer Waffe, die es als Auftragsbelohnung. Boah, ja, yeah, boah, Scheiße! Gibt. Hier haben wir dabei die M417. Ja, die M417 ist der Nachfolger von der M416 und hat eben fast die gleichen Sachen wie die M417, außer dass das halt ein bisschen präziser ist und sie ist unglaublich scheiße im Töten. Nee, eigentlich nicht. Normalerweise ist die richtig gut, die ist einfach präziser. Also ich finde sie echt richtig geil. Ich nehme sie als Sniper her, weil als was auch sonst. Und ach, schön, dass du da bist. Ah, und schön, dass ich jetzt gar nichts irgendwie treffe. Ist ja schöner Vorführeffekt hier. Weil sie ist verdammt präzise, tötet mit zwei Schuss. Ich spiele auf Hardcore, deswegen auch manchmal wirklich mit einem Schuss. Wenn man treffen sollte, ja, dann können sie auf einen Schuss treffen. Aber wenn ich nicht treffe, dann kann er auch nicht töten. Hier. Ach, da ist ja ein Jägner hier. Der Geist, der Jäger. Scheißdreck. Naja. Und ich dachte mal, weil Close Quarters Waffe, dann auch Close Quarters Map. Genau, es ist die Map. Operation? Nö. Sieber? Nö. Scrap Metal. Ha! Scrap Metal, genau. Altmetall heißt die unglaublich ach so schöne Map, die mir gerade gar nicht eingefallen wäre, wenn ich sie nicht wüsste. Und es ist, eine Runde Vorherrschaft hier auf der ach so schönen Map. Scrap Metal. Oh, ja. Wie sie halt alle da und ich, wie ich halt scheiße bin, ja? Mit dem Sturmgewehr ram tam tam wäre ich durchgerannt. Aber nein, da muss ich schön hier ein bisschen mit einem doofen Gewehr verkacken. Ah, das ist ja ein Gegner. Wow, der ist auch Sniper, hey. Schön. Und ich dachte mir einfach mal, es ist nicht schlecht, weil man sieht, welche Waffe man jetzt bekommt. Die Voraussetzungen für die Waffe sind, ja, boah, keine Ahnung, Alter. Ich glaube, man musste irgendwas machen und dann noch was dazu. Also auf jeden Fall waren dabei, ja, genau, 20 Flaggen einnehmen und 10 Hilfe machen Dinger mit den Tux oder mit der Tuk Special Ausrüstungsscheiße vom Recken, vom Aufklärungsmenschen. Also mit den Tux da. Die stellt man am besten einfach in der Mitte von Noscha-Kanäle auf, wartet irgendwo und dann hat man nach ungefähr 10 Minuten die 10 Assists oder eben Hilfeleistungen mit der ganzen. Das ist ja ein Freund, sorry. Mit der ganzen Geschichte hier. Dann die 20 Flaggen gehen auch einfach. Entweder man spielt schön man spielt Conquest oder andere Möglichkeit, wie man das auch machen kann. Verdrückt mich immer. Ja, eine andere Möglichkeit, wie man das machen könnte, das wäre natürlich einfach auf, ja, ganz hässlich, cheatlich, man könnte auf einen Ein-Player-Start-Server gehen. Und dann einfach die Flaggen einnehmen, alle 3 oder 4 oder 5 oder wenn man groß spielt und was Großes findet, hat man halt 6 Flaggen, zum einen einfach so. Und dann kann man Team wechseln und dann kann man das nochmal machen. Hat man die ganze Aufgabe in ungefähr, ja, insgesamt 20 Minuten, kann man die erreichen, die Aufgabe. Also, ja, wer es nicht verstanden hat, auf ein Ein-Player-Server-Starter-Ding gehen und dann die Flaggen einsammeln. Das ist alles. Genau. Ist ganz leicht, schafft jeder Idiot. Ist ja auch ein kleines bisschen boosten und so. Habe ich nicht gemacht. Das war gelogen. Habe ich gemacht. Aber ich habe schon 10 Flaggen einfach so, ja, geholt. Ja. Schön, dass ich jetzt coolen. Yeah. 3 fucking Scheiß-Kills. Triple Kill, Tiltil. Yeah, Mann. Da, bloß da, Dieren. Ey, ich hab so, also, ihr schreibt ja, mach mal einen Rap und so. So einen richtig guten Rap, so einen fetten Rap. Würde ich gern machen, aber jetzt ist die Kommentarfrage des Tages. Ich brauch von euch ein Reimwort auf Battlefield.
Ja, ein Reimwort auf Battlefield. Ich habe da eine richtig geile Idee. Ich brauche bloß noch den Weg. Scheiße, ich lebe. Ja, ich brauche bloß noch ein Reimwort auf Battlefield. Ein schönes Reimwort oder ein Reimsatz auf Battlefield. Von mir aus auch ein Reimsatz, ja. Könnte auch eine Antithese sein oder ein Anapher. Weiß jeder, was ein Anapher ist? Deswegen erkläre es auch nicht, weil es sonst langweilig wäre. Gehen wir aus dem Weg, du Sackgesicht. Zifix. Ja. Und ja. Kommentarfrage des Tages: Ein Reimwort auf Battlefield. Und dann geht's mal normal weiter. So, wir haben hier die M417. Ah ja, und da ist ein Gegner. Schön, dass wir den nicht getötet haben. Ach, 18%, ey. Wunderbar. Ich dachte mir, ich mache noch mal ein kleines Video, bevor ich jetzt mal weiter Videos mache, weil ihr wisst ja, dass ich immer Videos mache. Ich bin ja nur zu Hause. Nein, ich bin heute erst, ach schön, vom Teamkameraden umgebracht worden. Hey, immer schön. Ach, mach doch keine Probleme, hey. Mein Gott, das passiert halt einmal, wenn man hier im Gefecht ist. Hä? Ja, genau. Arschloch. Heute fahre ich weg. Also ein paar Stunden fahre ich weg, ein paar Tage lang. Aber interessiert ja keinen und deswegen sage ich es auch nicht. Also sowas, das ist mir scheißegal. Ja, ich will ja auch nicht wissen von euch, hey, was macht ihr in den Ferien? Ja, ist ja auch eben eigentlich völlig egal, was man da macht. Also ein Rap werde ich auf jeden Fall machen. Ich wollte jetzt fast wieder zum Rappen anfangen. Zum Rap, Rap, Rap. Aber ich mach's nicht. Ja, tut mir leid. Aber der Tag kommt noch, an dem ich mein erstes Rap-CD. Schallplattendings raushau. Ach, das ist ja ein Gegner hier. Scheiße. Jetzt schieße ich. Wo schieße ich denn hin immer? Ach, da war ja noch einer. Ja, der Other Guy. Genau, der Other Guy heißt so. Hey, stand da noch ein anderer Guy? Ah, ich habe ja meinen hier. M4A16, 17, 18. Ah, ein Front. Ich habe noch nicht mal einen Frontgriff drauf. Hey, so schaue ich auf meine Waffen. Gibt's doch nicht. Ja, dann lieber ein Frontgriff. Aber ein Ding brauche ich hier nicht. Ein Laserpointer brauche ich eigentlich auch nicht. Na gut, können wir mal schauen, ob es schön ist. Bestimmt. Ach nee, das ist nicht. Oh, das ist ja hässlich. Das ist ja hässlich. Das ist ja hässlich. Das ist aber gar nicht schön. Das ist. Nee, das können wir gleich wieder verbrennen und wegschmeißen. Ja, also das ist echt nicht schön. Ja, eine Runde Conquest. Eroberung. Domination. Conquest Domination. Das heißt also, es sind die Conquest-Marken oder die Conquest-Platzierungen. Die muss man erobern. Und es geht ganz schnell erobern. Deswegen auch Domination. Also wer dominiert im Erobern, hat schon gewonnen. Ja. Oh, ich bin scheiße. Also hier auf keinen Fall irgendwie irgendwas drauf. Habe ich da gerade. Was habe ich da drauf getan, Zifix? Laser. Ach, Laser, der ist so scheiße, genau. Ja, geh weg, geht's da. Ja, belebt mich halt. Das ist immer das Herbste, hey. Der Typ sieht, dass ich gestorben bin. Belebt er mich wieder. Ich sterbe nochmal. Belebt er mich wieder. Warum? Es bringt nichts, Arschloch. Ach, ich habe auch noch achtmal. Wer haut denn da bitte achtmal hier die Scheiße drauf, ey? Ich habe gesagt, nee, ich will keine Ding hier. Ja, und was mache ich dann? Genau das, was ich nicht machen wollte. Haha, von hinten, Unwissende. Ja, ach, von hinten erschossen, Scheißdreck. Ja. Ich wollte erst so machen, ich wollte erst schön zusammenschneiden, wie man die einzelnen Aufträge in Battlefield meistern muss. Also zum Beispiel hier, ja, nimm, weiß ich nicht, 10 Funkstationen ein und so weiter. Aber dann dachte ich mir, nee, das ist doof, weiß ich nicht, das habe ich jetzt verwendet für den nächsten Angry Sniper. Also, ja, wer jetzt mitdenken kann und sehr adäquat schön remoduliert ist, der kann ja dann schon Bescheid stoßen, dass der nächste Angry Sniper Teil, der wird wieder richtig, der wird echt richtig geil, hey. Nächster Angry Sniper Teil wird wieder in Battlefield 3 sein, jetzt auch mit Close Quarters. Genau. Ich höre Stimmen hinter mir, aber ich sehe keine. Egal. Scheißegal. Ich hätte gern. Ach, wir haben jetzt beide verloren. Ja, schön, haben aber fast gewonnen. Also, ich würde hier schon gern gewinnen. Und das Team, das ist wie in Eroberung, kennt man ja, wo die Dinge hier einnimmt. Das ist cool. Und das ist cool. Genau, hier kann man auch schön Flaggen einnehmen. Sogar schneller noch, verdammt. Na egal. Hier finde ich ein bisschen doof, dass man die Gegner eben nicht sieht, weil ich nie weiß, weil Schatten und so weiter. Ach, hat schon 800 Kills mit dem ABC. Obi-Messer, aha. Das ist ja mal ein freundlicher Mitspieler, hey. Der ist ja mal schon ein Gärtner, hey. Ja, schön, campt der nächste, hey. Leck mich doch am Arsch. Ich wollte heute aufspielen vorhin.
und einfach so normal ohne aufnehmen und so weiter, alles schön chillig und so weiter, schön cool alles. Aber ein Scheißdreck, hey. Also, da ging ja mal überhaupt nichts, hey. Habe ich so geschaut, ja. Irgendwie 64-Mann-Server ist eh. Ja, hat Vor- und Nachteile. Mehr Nach- als Vorteile. Ist das ein Gegner? Nö, das ist ein Wischmob. Ach nee, da waren doch ein Gegner. Ja, schön, hey. Toll, toll, toll. Ja, 1000 Kills. Oh, Wahnsinn. Ich habe mit der einen 13.100 Kills. Ist mir egal. Die PP19 ist auch schön, aber können wir halt gerade nicht verwenden. Ja. Nee, das ist ein Freund. Das ist, das macht der schon. Der schafft es schon. So, what's your point? Ah, und was auch, was ich mal kurz ankündigen darf. Also, es wird etwas sein in Battlefield 3. Battlefield 3 nicht alleine mit mir. Oh, drei Gegner. Scheißdreck. Battlefield 3 nicht mit mir alleine, also mit Clanky. Und es ist echt, ihr lacht euch tot. Es gab heute schon mal so ein Probe, so ein Probedurchlauf sozusagen. Es war echt richtig lustig, also wirklich war das war. Das war schon schön heute. Was da passiert ist alles. Was das genau ist, verrate ich nicht. Auch verrate ich noch nichts. Oder halt, ja, einen kleinen anderen Tipp gebe ich euch mal kurz. Die das Community zocken. Das wird ja auch schön. Also, ihr könnt ja sowieso jederzeit mit mir zocken, ja? Also, wenn ihr mich seht, irgendwo einfach beitreten, scheißegal. Da habe ich nichts dagegen, dass ihr mir wischt. Das könnt ihr ruhig machen. Das stört mich gar nicht, ja. Was ist denn das für ein großer Idiot, hä? Schitzt da in der Ecke rum und ist doof. Ja, super, jetzt bin ich vom anderen Typen erschossen worden. Ganz toll, der andere Guy. Ja. Genau, also ein kleiner Hinweis, das wird an irgendeinem festen Datum sein, auf einer festen Konsole, würde ich mal sagen. Also einen Tag lang eine Konsole, also eine Plattform, einen Tag lang PS3, einen Tag lang Xbox und einen Tag lang hier MW3. Ach, schon mal, PC, Xbox und PS3, genau. Und da eben, ja, alles von Battlefield 3 bis Battlefield 2 bis MW2 und MW3. Und also auf verschiedenen Plattformen, verschiedene Spiele natürlich. Zum Beispiel auf der Xbox können wir schön Halo aufnehmen. Halo ist auch geil. Können wir Halo aufnehmen, können wir Battlefield aufnehmen. Ah, ja. Battlefield, Halo, Max Payne 3, ja, wird sich auch anbieten. Gears of War 3 auch. Also da wird mal einen ganzen Tag schön Xbox gezockt, den ganzen Tag aufgenommen. Und ich kommentiere auch den ganzen Tag und dann wird eine Pause gemacht dazwischen, weil eben ein Tag lang, ja, ein bisschen hin und her schauen. Na, also wirklich, das ist halt voll zum Aufnehmen und so weiter, deswegen noch ein Tag die Pause, weil viel Reden ist viel Anstrengung. Und dann den anderen Tag Battlefield 3, ich mache ein PS3 und den anderen Tag PC. Vielleicht können wir sogar PC, wenn es wirklich zu viel vom PC sind, können wir PC 2 Tage machen. Ich habe keine Ahnung, wie viel es sind oder so. Aber auf jeden Fall wird es wirklich super witzig. Ich werde mit euch zocken auf verschiedene Spiele, verschiedene Konsolen, alle Plattformen. Das wird eigentlich richtig geil, würde ich mal sagen. Und das wird auch eine ganz eigene, schöne Angry Sniper Folge bekommen, ja. Also auf jeden Fall, das wird ja, das werden ja, das, hallo, also ich würde mal sagen, das ist genug Material sogar für mehrere. Ja, also mal schauen, was ich da alles rausbekomme, rausziehen kann aus der ganzen Misere. Aber ich bin echt mal gespannt, also ich freue mich echt richtig auf das Community-Projekt hier mit euch. Community-Zocken ist immer schön, vorhin wieder gemacht mit einem oder mit ein paar anderen. Und ja, genau. Das Match ist gleich zu Ende. Wir haben Haus hoch verloren. Wunderbar. Ah, ja. Und ist das ein Gegner? Nö, gut. Aber das ist einer. Ja. Da ist auch noch einer. Nö. Ich bin jetzt gerade in meiner Anal-Span-Oral. In meiner mündlichen Phase. Die hat mir eigentlich im ersten Lebensjahr hat Freude gemacht. Ist wurscht, ist nicht so wild. Studiert auf keinen Fall irgendwie Pädagogik. Das ist voll scheiße langweilig. Ja, Clanky ist online schön. Ich dachte, er ist weg. Wir haben einiges freigeschalten. Und ich bin mal im Weg mit der NNJNG90 immer schön weitergekommen. Ja. Hier nochmal, ich habe überall Service-Star schon. Ich bin ja voll geil. Und dann sage ich mal einen fetten Fank fürs Zugucken. Danke bei dem Zuschauen von der Runde mit der M.
417. Bleibt so schön und tschüss.